Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Three Houses. Der letzte Part, der ging ja echt tatsächlich eine ganze Stunde. Ich versuche normalerweise solche immens langen Partlängen zu vermeiden, so Maximum vielleicht 35 Minuten. Und wenn es mal das Finale von einem Spiel ist, dann so eine Stunde ist okay. Aber für so einen Standard Fire Emblem Part eine Stunde, das ist halt schon echt ein bisschen krass. Aber das Fighten allein hat ja 30 Minuten gedauert. Danach kamen dann noch, keine Ahnung, irgendwelche Cutscenes, die ich gucken musste. Also ich glaube, mit 40, 50 Minuten sind wir jetzt bei Fire Emblem immer beschäftigt, ne? Aber hey, ist mein erstes Fire Emblem. Ist halt so. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir machen mal weiter. So, im letzten Part habe ich realisiert, dass wir hier ein Gespräch belauschen können zwischen Claude und Lorenz. Und ich bin echt gehypt, was da jetzt passiert. Also, let's do this. You. Just what are you up to? Well, if it isn't Lawrence. Yes, it is. Try not to sound so affronted. And you're just whimsically wandering the monastery grounds again, I suppose? Oh, naturally. After all, I really do adore the Garrick Mach Monastery. No, I think not. That impish look on your face does not suggest innocence. You are up to something. Lawrence, control yourself. Let's not start throwing around baseless accusations. It's not proper. This monastery is packed with 1,000 years of history. Well, 5 years shy of 1,000 if we're going for accuracy. Those pillars, these walls, even the floor, they've all seen more than we can possibly imagine. Our distant ancestors may have walked these very halls. Doesn't that excite you? Perhaps, if this were a discussion about art, but I'm afraid walls and floors are not sufficiently interesting to hold my attention. Nor will they suffice to distract me from what is plainly suspicious about you. House Regan was on the brink of collapse until they suddenly revealed you as their legitimate heir. That was only a year ago. Where were you before then? Are you even a true heir to House Regan? If I weren't truly of House Regan descent, how do you imagine I acquired my crest? A crest is insufficient. I am referring to your noble disposition, or lack thereof. Well, that's what I came here to hone, after all. I can only hope that you will assent to instruct me in the art of snobbery, Professor Lawrence. I do not think you grasp the significance of the responsibility you bear. Do you even know what it means to lead the Lester Alliance? I take no pleasure in saying this, but much of the chaos in our ranks right now is due to the failings of House Regan's leadership. I intend to set things right, and once I expose you for the fraud you are and reclaim my rightful place, that is precisely what I will do. To be blunt, it would have been better had you never shown your face here. Sheesh, that guy. He just can't be reasoned with. Oha. Claude und Lorenz haben den Unterstützungslevel C erreicht. Also, nach dem Gespräch haben sie Unterstützungslevel Z erreicht, ey. Das war ja das. Krass, ey. Vor allem, wie Lorenz sich am Ende einfach überhaupt nicht mehr zurückhalten konnte und erstmal deine hässliche Fratze nicht zeigen lassen soll. Ist sehr krass. Also, wir haben natürlich alle keine Ahnung. Ob jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Claude jetzt wirklich was im Schild führt, so, aber ich will da jetzt auch nicht nachbohren. Ich fand einfach das Gespräch schon wieder extremst interessant. Und wie gesagt, ich freue mich halt auf die zukünftigen Gespräche, aber das Gespräch wirklich, das hat schon reingehauen. Also das hat auch mich zum Nachdenken gebracht, was da so los ist. Was da so, was wahr ist und was nicht, versteht ihr? Ob Lorenz jetzt recht hat, ob vielleicht Claude wirklich was im Schilde führt oder ob Lorenz halt einfach nur so adelig einem auf den Sack gehen kann. Echt interessant. So, bevor wir weitermachen, Leute, wir haben Examen abzulegen. Ich und Claude zudem. Ich weiß nicht, wer soll als erstes ablegen? Ja, ich bin eigentlich der Professor, ne? Ich mach erstmal mein Examen, komm. Falls irgendwas schief läuft, dann kann das Claude ja nicht passieren, obwohl ich sehe gerade, ich könnte jetzt ein Examen zum Kämpfer machen oder ein Examen zum
ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Myrmidon. Gewandt mit dem Schwert, bekannt für flinke Bewegungen und Ausweichmanöver. Mein Schwert muss dafür auf D oder höher sein. Das bin ich. Ich habe auch die benötigten Items. Und meine Erfolgsquote liegt bei 100%. Beim Kämpfer liegen sie bei 66%. Deswegen würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall mal den Examen zum Myrmidon. 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 Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist mein Status, das wollte ich jetzt nicht. Kann mir jemand die Anzeige da unten erklären? Dieses Plus, Minus? Kann ich da irgendwas machen? Nicht wirklich. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dieses A, 79 und 80. Ach, meine aktuelle Klasse ist 79. Gesamt 80. Ach so, mein Status verändert sich dann nur um 1 insgesamt. Ja, egal, komm. Ein Siegel verwenden, damit ich das Examen der Klasse Myrmidon ablegen kann. Ja. Komm, Mann, hau rein! Bestanden! Wie ich aussehe. Ich sehe aus wie der größte Keck. Jetzt in die neue Charakterklasse wechseln. Mach mal. Keine Ahnung. So. Das habe ich abgelegt. Sehr schön. Und Claude kann jetzt auch... Warte mal. Aktuelle Klasse, ja. Basisinfo. Für die anderen bin ich noch zu schlecht. So, dann... Nee. Das wollte ich nicht. Ups. Claude. In der Primarstufe. Er kann zum Kämpfer werden. Erfahren im Umgang mit Axt, Bogen und Panzerhand. Bekannt für starke Angriffe. Wir brauchen 4 Primarsiegel, die haben wir. Und seine Werte steigen insgesamt auch nur um 1, und zwar bei Stärke. Ja, dann los geht's, Claude. Ich hoffe, du hast genug trainiert. Genug gelernt, meine ich. Und mit einer 100%igen Erfolgsquote kann man ja nicht daneben liegen. Und auch Claude hat natürlich bestanden. Sehr schön. Auch er kann mal wechseln. So, dann haben wir natürlich noch die anderen Schüler, aber ich glaube, die haben jetzt alle nichts. Lass mich mal schauen. Wobei hier Erfolgsquote 100% steht. Diese anderen kann dieses Examen nicht ablegen, da sie den erforderlichen Level noch nicht erreicht hat. Ach so. Erforderliches Level? Ach, muss man, um Examen überhaupt antreten zu dürfen? Oh, sie kann zum Mönch werden. Oh, das steht ihr. Das steht ihr. Krass. Ich guck mal bei den anderen. Bei Raphael zum Beispiel. Was kann der? Kämpfer. Ja. Aber interessant, ey. Cool. Ich glaube, da kann man erst ab Level 5 Examen bestreiten. Weil nur ich und Claude sind über Level 5. Ich muss echt mal mit den anderen spielen. Vor allem mit Leonie. Ich glaube, mit Leonie habe ich nicht einmal wirklich angegriffen. Dann noch Lysithia, Raphael. Die haben wirklich nicht viel gemacht. Mit denen muss ich in den nächsten Fights wirklich mehr kämpfen. So, Marktplatz brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ausruhen. Es ist Sonntag. Aber wir sollten erstmal, widme dich Missionsquests, Nebenquests und optionalen Kämpfen. Besiege die Banditen im Königreich, dafür gibt's Fleisch. Empfohlener Level 5 und das ist empfohlener Level 7. Ach so, das ist... Wenn ich das mache, dann sind meine Aktivitätspunkte komplett weg. Aber wenn ich das mache, habe ich immer noch Aktivitätspunkte. Ich glaube, das sollte ich mal offscreen machen. Den Kampf im Königreich. Seminar... Wir sollten nochmal ein Seminar abstreiten, weil ich das auch gerne mal sehen würde. Wisst ihr, was wir jetzt machen, Leute? Ich werde erkunden mit euch. Wir erkunden mal ein bisschen das Kloster heute. Aha, was ist denn jetzt?
Missionshilfe. Bittest du einen Studenten außerhalb deines Hauses um Hilfe, schließt dieser sich dir bis zum Monatsende in Schlachten und Missionen an. Jeden Monat kannst du immer nur einen Studenten um Hilfe bitten. Dieser Student erhält dann keine Erfahrungspunkte. Und Jiriza hat eine Quest für mich. Alter, krass. Hä? Ey, hast du mich erschrocken, ey? You have spent quite some time in here, engaging in such idle chatter. Hast du was dagegen? Do you not know that we have not a moment left to waste? Das hatte ich vergessen. Ich hätte aufmerksamer sein sollen. You must try harder from now on. Ich habe Bock, mit den Leuten zu reden hier. Und dann, wenn der Part vorbei ist, werde ich offscreen diesen optionalen Kampf machen, der keine Aktivitätspunkte verbraucht. Things we can't obtain here are likely obtainable by way of the underground. Are you unfamiliar with Garrig Mach's underground? The place is an absolute paradise for those who can't stay above ground. Okay. Mach mal die Karte ein bisschen größer, genau. So, dann schauen wir mal, mit wem ich alles reden kann. Hier ist Leonie. I'm studying here so I could be the best there is, just like Captain Gerald. Do you think I've got it in me to be a top-tier mercenary professor? Hängt davon ab, wie sehr du dich reinhängst. Du hast es auf das Geld abgesehen, oder? Hängt davon ab, wie sehr du dich reinhängst. I'm going to work a lot harder than all the fancy nobles around here. I can tell you that. Das kann jeder schaffen. Man muss halt nur die Kraft haben dafür, ne? Durchhaltevermögen und all sowas. Ferdinand ist hier. I heard about your class's assignment, by the way. Good luck subduing those treasonous nobles. Rekrutieren, Missionshilfe? Nein. Nicht Ferdinand. So, dann ist hier noch einer aus meiner Klasse. Hier hinten. Wen haben wir denn hier? Claude! First that bandit business, and now a noble rebellion? Are we ever gonna do anything but find and subdue people? Well, if we're just going to tie up loose ends, at least it'll be pretty safe. I don't mind stretching my legs for this one. And if Catherine's going too, there's a good chance we'll get a look at her relic in action. Stimmt, die soll ja mit uns mitkommen, haben wir ja im letzten Part auch erfahren, das habe ich total vergessen. Und hier ist ein Item. Die besten Angelplätze, eine Liste der Orte, das hatten wir glaube ich schon mal gelesen. Dozentenrang erhöht! Sehr schön. Bin ich jetzt endlich mal ein D-? Nicht mal ein D-, sondern ein D. Geil. Deine Aktivitätspunkte für den Unterricht und das Erkunden des Klosters wurden erhöht. Du erhältst ab jetzt eine höhere monatliche Bezahlung für deine Aktivitäten. Hä? Was habe ich denn gemacht, dass meine dass mein Tagesablauf schon ein bisschen abgelaufen ist? Sehr doof. Ich versuche mit jeder Person zu reden, mit der ich reden kann, Leute. Weil mich das einfach interessiert. Und die beiden besten Freundinnen sind hier am Talken und sie hat eine Quest für mich. I've heard whispers about Lord Lonato. They say he's a very kind and gentle lord. Why would such a kind man suddenly raise an army? Oh, Professor, you were working late last night, weren't you? You shouldn't overdo it. Woher weißt du das? Fragezeichen. A ghost might rise up from the well to get you if you stay up too late. Or so I'm told. I have a favor to ask of you. All jene, die Sorgen und Ängste mit sich herumtragen, besuchen manchmal den Dom, um dort um Rat zu bitten. Wie wäre es, wenn du den Problemen dieser Leute dein Ohr leihst? Sprich mit der Beraterin im Dom und leide den Sorgen der Leute im Kloster dein Ohr. Um alle Probleme zu lösen, wirst du allerlei Leute besser kennenlernen müssen. Nehmen wir an. Und Annette. To be honest, I felt a bit lost here at the monastery. At a loss for what to do. Thankfully, a sweet young girl reached out and offered her help. I believe she's Sedith's little sister. Annette war ja eine von den zwei, die ich unbedingt rekrutieren wollte, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sie rekrutieren will oder überhaupt kann. Hier ist ein Item. Schädlingsbekämpfung. Eine Liste der verschiedenen Schädlinge, die Pflanzen während des Anbaus befallen und wie sie unschädlich gemacht werden können. In diesem Gewächshaus möchte man sicher kein Schädling sein. Okay, hier ist noch ein Item. Lederköcher. Ein Lederköcher mit unbekannter Schrift drauf. Sieht aus wie etwas, das Claude gehören könnte. Der war doch hier irgendwo gleich um die Ecke. Bla bla bla.
Wie kann ich dir das denn jetzt geben? Inventar. Items. Items, Tausch, alle lagern. Tausch, nein. Ach Mann. Wieso kann ich dir das nicht geben? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch etwas. Hier, Lagerhaus. Lederköcher. Nee. Wieso? Ach Mann. Oder kann ich ihm das erst später geben? Ich verstehe das nicht. Wie kann ich ihm das denn geben? Er ist doch hier. Oh Mann. Ist doch auch blöd. Naja. Ich guck mal weiter, ob ich hier noch mit jemandem reden kann. Sylvain ist hier. About... Professor, have you seen Felix around? I swear, as soon as you take your eyes off him, poof, he's gone. Ich habe ihn auf dem Übungsplatz gesehen. Ich bin ihm im Speisesaal begegnet. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich will ihn jetzt auch nicht anlügen. Ah, Felix, das ist doch der, der gerne fightet immer, ne? Ah, of course he's there. Sorry for bothering you, Professor. Thanks. Das habe ich jetzt einfach mal so geraten, weil ich hatte, falls ich mich richtig erinnere, ist er so jemand, der immer gerne kämpfen wollte. Hier ist ein Ritter. I hear that Lord Lenato served the King of Fargus's older brother when he was younger. Something like that. He already had status and prestige. So why raise a rebellion? I guess it's none of my business. Ah, hier ist der Speisesaal. Hier sind wahrscheinlich wieder die meisten Leute. Linhart habe ich gefunden. Zettel ist auch hier. If you have a moment, I would like a word. It has been brought to my attention that certain individuals have been making advances toward Flame. Echt? You wouldn't happen to know anything about that, would you? Nein. Niemals. Um ehrlich zu sein, was? Nee, ich habe ja keine Ahnung. Ihr wisst doch nicht vielleicht etwas darüber. Weiß ich etwas darüber? Ich weiß nichts darüber, niemals. If you do see anyone getting too close with Flame, please inform me of it at once. Ja. Mach ich. Da ist wieder ein Item. Mandeltee. So, Chefköchin. Die Naschkatzenwoche ist da. Okay. Ah, Hannemann. I'm sorry, but I must vent to someone, Professor. You're familiar with Manuela's slovenly behavior, yes? That woman. She borrowed a book last week and returned it with stains of unknown origin on the cover and several pages either folded or torn. Also, hier muss ich jetzt mal dem Hannemann recht geben. Ich hasse sowas. Wirklich. Wenn du etwas ausleihst, dann sei bitte vernünftig und bring es im selben Zustand zurück und nicht total zerknüttelt oder kaputtgerissen oder mit Flecken oder was auch immer. Das ist einfach nur... Es ist nicht nur schlecht, es ist auch irgendwie... Ich weiß nicht. Ich kann auch nichts beschreiben soll. Es ist einfach... Keine Ahnung, dumm? Klar können Unfälle passieren, so, keine Ahnung, du bist gerade am Machen, trinkst nebenbei was und auf einmal lässt du irgendwas fallen und was weiß ich was. Das kann passieren, aber so wirklich, ne? Benehmen, Leute, benehmen. Just now, she dropped a sandwich on the floor, picked it up and kept eating. When she saw my shock, she said simply, 3-second rule. Oh mein Gott, wie geil. Aber das hätte ich gern gesehen. 3-Sekunden-Regel. Hier ist ein Item. Magie für Fortgeschrittene. Ein Lehrbuch der Königlichen Magieakademie. Gehört vermutlich jemandem, der diese Akademie besucht hat. Sehr gut, dass ich diese Sachen finde. Ich hoffe, ich kann sie auch mal Leuten zurückgeben. Ah, today's meal was delicious. Linhart keeps bothering me about eating too fast. Says I'm gonna choke or something. Es ist nicht gut, so schnell zu essen. Wenn viel zu tun ist, hat man keine Wahl. Es ist halt wirklich legit nicht gesund, so schnell zu essen. You're really gonna agree with that guy? Why is no one here on my side? Professor, I feel I must speak to you about Kaspar's eating habits. I've never seen the like of it. He inhales entire plates of food in mere seconds. Klingt ungesund. Er muss einen gesunden Appetit. Das klingt ungesund. Hence my mentioning it to you. Good luck with him. Thanks, I guess.
Zettel haben wir geredet. So. Ich will ja mit jedem reden. Deswegen kann ich hier lang gehen. Nein, kann ich nicht. Dann nehmen wir hier mal kurz einmal außenrum lang gehen. Hier lang, genau. Bernadetta ist wahrscheinlich wieder in ihrem Zimmer, richtig. Oh boy. Ich habe mich auch gerade irgendwie ein bisschen wie ein Stalker gefühlt. Ich glaube, mit Bernadetta werde ich nicht mehr reden. Raphael ist hier. Hey, Professor. Do you happen to have any food on you? I'm starving. No matter how much I eat before I train, I'm always so hungry after. My muscles must be going through a growth spurt. Ich habe leider nichts zu essen bei mir. Petra ist auch hier. This flower is one that is eating insects. Is that factual too? I am wondering who watches over the plants in Fodlin. Okay. Die Anbaubedingungen sind derzeit ideal. Sehr schön. Ich will gärtnern. Ernten erstmal. Das habe ich jetzt alles bekommen? Krass. Sehr schön. Und Samen pflanzen. Was pflanzen wir denn diesmal? Wir haben 7 Wurzelgemüsesamen. Nehmen wir mal 2 davon. Ja. Nehmen wir 2 davon. Dann pflegen wir sie noch. Pfleglich stutzen. 500 Gold. Ja, komm. Probieren wir es doch aus. Alright, und hier ist Flayn. If the flowers within the greenhouse are removed, they will soon wilt and wither. Is that not so, Professor? I feel I can empathize with them. The flowers. Flowers that thrive, despite their environment, are truly inspiring, are they not? Ach ja. So. Hier ist Jiritsa. Hier ist noch ein Item. Teutates-Schmerle. Okay. Mit Jiritsa spreche ich aber am liebsten als letztes, weil er ja eine rote Quest hat. Das sind ja normalerweise die Quests, die man als letztes macht. Caledonensis-Hecht. Keine Ahnung, ob ich das alles richtig ausspreche, Leute. Hier ist noch ein Item. Alter, wie viele Items ich finde. Insektenlarve. Cool. So, ich kann hier lang gehen. Hier ist auch jemand. Hilda ist hier. Kaufst du dir eine neue Axt? Professor, your clothes are a bit dirty. If you don't pay attention to your hygiene, the girls won't like you. I hate when my clothes get dirty. That's one of the many reasons I find it best to train as little as possible. Ja, aber wenn man fightet, dann wird man halt dreckig, Hilda. Ist halt so. Benötige ich eigentlich Waffen? Gute Frage, oder? Keine Ahnung. Also sie hat bei Lanze ein D+ und bei Bogen auch ein D, aber ich glaube, sie hat gar keinen Bogen, kann das sein? Vielleicht sollte ich ihr einen Bogen kaufen. Aber jetzt nicht so ein teures, ne? Also jetzt kein Übungsbogen, aber jetzt auch kein Stahlbogen. So, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht so ein Miniaturbogen, und das ist auch teuer. Streit. Ne, das ist eine Axt. Ich würde ihr mal... Na, kaufen wir den Eisenbogen, komm. Bitteschön, Leonie. So, Hilda hat auch eine Axt. Und sie hat auch in einer Lanze ein D. Vielleicht kaufen wir ihr auch mal eine Lanze. Ein Langspeer ist auch echt alles teuer, ey, ne? Eine Eisenlanze kriegt sie. Man muss ja auch mal ein bisschen was für seine Schüler einkaufen. So, Marianne. Im Schwert hat sie ein D. Aber das Übungsschwert hat sie ja kaum benutzt. Sie benutzt ja nur Magie, also ist alles in Ordnung. Lysithea. Was ist nochmal das? Die... Flagge. Keine Ahnung, was das ist. Kann ich auch nicht kaufen. Ignitz. Bogen D, Schwert auch D. Er hat kein Schwert. Kann da mal ein Eisenschwert haben. Ich will halt ein bisschen meinen Schülern entgegenkommen. So, er hat... Oh, er könnte eine Axt haben, ey. Krass. Könnt ihr euch Raphael mit einer Axt vorstellen? Ich habe auch nicht mehr so viel Geld.
Eine Waffe, die dicke Rüstung durchschlagen kann, effektiv gegen gepanzerte Einheiten. Vielleicht das für Raphael? Aber das kostet halt mega, ne? Egal, machen wir es mal. Komm. So, Lorenz. Ah, seine Eisenlanze hat bald nicht mehr viel Energie. Deswegen Eisenlanze. Ja, komm. Oder? Ja, kaufen wir ihm noch eine Eisenlanze. Und Claude. So. Im Schwert ist er E+. Das reicht für mich noch nicht, um ihm ein Schwert zu kaufen. Deswegen bleibt er mal vorerst beim Bogen. Er hat sogar eine Eisenaxt. Also wenn, dann kann er mit der Eisenaxt erstmal angreifen. So, und ich... Ich bleibe eigentlich bei all dem, was ich habe. Ich habe hier auch ein Stahlschwert. Ja, ich kaufe mir nichts. So, ich habe ein bisschen was eingekauft, Leute. Ich hoffe, meinen Schülern wird das gefallen. Schwarz, Sandstahl, falls ich das jetzt gerade nicht falsch gelesen habe. So, das war's. Hier ist nichts mehr. Ich könnte hier noch vielleicht was kaufen, wenn es hier irgendwas gibt. Was ist das überhaupt? Ach, Items. Nee. Erstmal nicht. Hier ist ein Item. Cool. Since we're heading to Castle Gaspar, that means we'll be passing through Magdred Way. The road is well known for its beautiful surroundings. Depending on the time of year, it can be incredibly foggy, though. When it's like that, you can't enjoy the lovely scenery. Lucky for us, it shouldn't be too foggy while we're there. Not that we'll have time for sightseeing, anyway. Der kommt ja mitten ins Mit, die Ritter. Dann ist hier noch jemand, mit dem ich reden kann, da oben. What? Greetings, Professor. Nothing to report. Have you talked with Catherine yet? If the knights are the cream of the crop, she's the cream of the cream. Okay. Du scheinst ja echt auf sie zu stehen. Oh, and that relic of hers. I hear it's nothing short of amazing. Okay. Hier ist noch ein Schüler von mir. Hier oben. Und dann jetzt hier rechts und hier. Marianne ist hier. In der Ritterhalle und Stall. Hier war ich ja noch gar nicht. Und Dimitri habe ich gesehen. Oh, hallo, Professor. Was there something you needed? Ich bin wegen der Pferde hier. Ich sehe mich nur um. Eigentlich sehe ich mich nur um. Aber ich könnte dir auch sagen, dass ich wegen den Pferden hier bin. Ich sehe mich nur um. I see. I won't bother you then. So. Okay. Auch cool, dass man hier rumlaufen kann. Das ist echt episch. Aber wie gesagt, für ein Let's Play ist das halt einfach nicht so gut. Oh Mann, da gibt es ja noch 8 Millionen Leute, mit denen ich reden kann. Aber ich will eigentlich mit jedem reden. Hier ist jemand. Dorothea ist hier. Are you going to fight alongside the Knights of Seros? Let me know if you meet anyone I might be interested in, okay? Was? Okay. Das ist wohl ihre Side Mission. Verstehe ich. Dann ist hier noch Lorenz. It is a noble's duty to protect the common folk, not to endanger them by rallying armies in such a feckless and improper manner. Redest du von Claude? Abuse of that kind is no better than slavery. A proper noble must guard the people from such a fate, wouldn't you say? Stimmt, oder wir kennen die Details noch nicht. Ein Fehlverhalten dieser Art ist um nichts besser als Sklaverei. Ein wahrer Adliger muss sein Volk vor einem solchen Schicksal bewahren. Nicht wahr? Er hat recht. Aber was meine ich jetzt mit, wir kennen die Details noch nicht? Ich gebe ihm einfach mal recht. Precisely why true nobility is well respected. Ich wusste jetzt nicht, was das andere bedeutet. Catherine has invited me to train with her. How much do you think I should train before I'm ready to train with someone that strong? Keine Ahnung. Hier ist noch jemand. Hab ich übersehen? Hier rechts. Ingrid gefunden. We are truly blessed with how fertile the monastery grounds are.
Every day, there's something new to harvest. Okay. So. Hier ist die Quest, ne? Die Beraterin, das machen wir mal. Möchtest du einen Zettel aus dem Kummerkasten lesen? Yes. Rat geben. Jeden Monat wenden sich die verschiedensten Leute mit ihren Sorgen an die Beraterin. Wenn du Antworten auswählst, die sie zufriedenstellen, steigt euer Unterstützungswert. Oh nein, Zeit? Ich höre immer wieder alberne Gerüchte über Geister in dem Kloster. Das ist Unfug und stört mich beim Lernen. Es gibt doch keine Geister, richtig? Mach dir keine Sorgen, das sind nur dumme Sprüche. Das sind keine Gerüchte, Geister gibt es wirklich. Am besten, du läufst nachts nicht draußen herum. Oh nein, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Mach dir keine Sorgen, das sind nur dumme Sprüche. Das sind keine Gerüchte, Geister gibt es wirklich. Oh Mann, keine Ahnung. Leiste Thea war das. Die Person, die diesen Zettel geschrieben hat, ist mit der Antwort nicht zufrieden. Geil! Ich versuch's mal in Zukunft besser zu lösen, Leute. Aber ey, das ist voll scheiße, wenn man da eine Zeitanzeige hat. Das hat mich gerade richtig aus dem Dings gebracht. Ich hätte jetzt wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 2 Minuten drüber diskutiert, was ich jetzt nehmen soll. Aber wenn du nur 30 Sekunden hast, dann weißt du echt nicht, was du antworten willst. Kann ich noch einen Zettel lesen? Tatsächlich. Derzeit gibt es viele Verzweifelte im Kaiserreich. Ich finde, es ist Zeit für Veränderung. Vielleicht brauchen wir ja einen neuen Kaiser. Edelgard wäre dafür die Richtige. Das kann niemand besser als Ferdinand. Vielleicht sollte das Kaiserreich gestürzt werden. What the hell? Das ist doch, hat doch Ferdinand geschrieben, oder nicht? Ja, Edelgard wäre dafür die Richtige, oder? Ich mach mal Edelgard. Ja, das ist Ferdinand selbst. Ja, klar ist er nicht damit zufrieden. Was ein Keck. Ash ist hier. What's going to happen to Lenato? If he's killed, I don't know how I'll live with that. So Leute, da bin ich wieder. Ich musste gerade ganz kurz cutten. Jetzt bin ich wieder da und wir können weitermachen. Mich hat es irgendwie tatsächlich jetzt gerade ein bisschen getriggert, dass ich hier diese Kummerkasten-Sache voll verkackt habe. Aber diese, wie gesagt, schon dieses Time Limit, das du da hast, das macht einen echt fertig. Ich hoffe mal, dass ich in Zukunft bessere Antworten geben kann. Ah, Professor, it would seem that a minor lord in Fargus is raising an army. This poses a threat, obviously, but not one for the kingdom, for the church. I mean, Fargus doesn't even have a king at present. There's something unsettling about this army. You had better ensure we're fully prepared. Werde ich tun. Stimmt. Dann kann ich ja jetzt nochmal schnell eine Chorstunde machen. Mit der Chorleiterin hier. Wie viel kostet das? Nur so ein bisschen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich verstehe diesen orangenen Pfeil neben den Leuten nicht. Was kann das bedeuten? I don't know. Stell dir mal vor, ich nehme jetzt Hubert und Felix mit rein, das wäre echt lustig. Machen wir doch mal hier Dorothea und Annette. Ich glaube, die beiden sind sogar in derselben Klasse. Nein, sind sie nicht. Oder soll ich Manuela mal mit einladen? Das wäre ja auch voll weird. Nee. Machen wir mal die beiden, komm. I'll keep my voice down. Don't want people thinking I'm vying for attention. But how loud is too loud? Singing is so much fun. Everyone should enjoy themselves while they're doing it. Die Bande zwischen den dreien wurde enorm gefestigt. Ich habe Glaubenserfahrungs- und Autoritätserfahrungspunkte bekommen. Sehr schön. Und mein Dozentenrang ist ziemlich gestiegen. Ach, warte mal, das hat einen ganzen Tag gefressen? Oha. Da habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Hier ist eine Nonne. Maybe. Lord Lenato. He used to stay at the monastery rather frequently. He was such a pious man, a true believer. Such a terrible shame. I wonder what changed him. Das werden wir wahrscheinlich vielleicht sogar noch erfahren. Dann ist hier noch jemand in der Ecke. Wer soll denn hier sein? Luis, okay.
Past here is the holy mausoleum where the saints of the Church of Sera slumber. Sorry, but only a select few members of the church are allowed entry. It's open to the public on only one day of the year for the goddess's rite of rebirth. Rebirth, Leute! Final Fantasy VII Rebirth! Oh Mann, warte. Map? So, hier oben habe ich mit allen geredet. Dann sind da noch zwei rechts und drei links, mit denen ich noch reden kann. Ich will wirklich mit jedem reden und danach werden wir mal zu Jiriza gehen. Ich war beim Gewächshaus. Ich habe noch nicht geangelt. Vielleicht sollte ich auch mal angeln. Wenn das nicht so viel Zeit frisst, of course. So, hier nach links gehen. Dann hier nach rechts gehen. Geradeaus. Und dann hier nach links. Und nochmal nach links. So, Daddy ist hier. Und Dimitri. Best be on your guard. Danke, Daddy. Das sollte ich. After Fargus lost its king, there were many rebellions. It is likely that Lord Lenato's provocations are related. How frustrating that I am too young to take the throne, rendered powerless by age. If the throne is vacant much longer, the kingdom will fall to ruin. Ich mag ihn, der ist cool. Dimitri ist wirklich ein Ehrenmann. So, hier ist die Pinnwand, aber mehr ist auch nicht hier. Die Map wieder ein bisschen größer machen. Kann ich hier, warte mal. Ja, zum Übungsplatz. Warpen. Das ist ein Item. Ramponierter Mantel. Ein Mantel mit vielen Löchern. Gehört vermutlich jemandem, der oft in Kämpfe verwickelt wird. Könnte Felix sein. Holzknopf. Ein Knopf, der sich von einem Herrenhemd gelöst hat. Gehört vermutlich jemandem von großer Statur. Entweder Didio oder Raphael. So, Catherine ist hier, Edelgard, Hubert und Felix. Catherine, hm? Her skill is impressive, I'll admit. So is her sword. But I think she's hiding something. Nobody knows anything about her past. You should spar with her. She's strong. Stronger than you are, I bet. Here to train? You really are as hardworking as they say. Das wäre übertrieben. Ich tue bloß, was ich kann. Ganz genau, ich bin eine Naturgewalt. Dann musst du wirklich so ausdauernd sein, wie man sagt. Das wäre übertrieben. Ich tue bloß, was ich kann. Spoken like a true hard worker. So, und hier sind Hubert und Edelgard. Something about this situation doesn't feel right. Why would a minor lord raise an army against a foe he cannot possibly hope to defeat? Lord Lenato must know that his efforts are futile, yet he can't help but fight. If I were in that situation, I would do whatever it took to ensure victory. You can count on that. Wird echt noch interessant hier, was die Story angeht, Leute. Ich guck jetzt nur noch, was ich noch in diesen Part packen könnte. Ich weiß, der ist schon lang genug. Ich wollte ja noch mal schauen, ob ich angeln kann. Weil wir waren jetzt beim Kummerkasten. Wir haben was gesungen. Ich war beim Gewächshaus. Ich habe nichts gegessen mit jemandem heute. Ich muss ja nicht immer alles machen. Kann ich denn überhaupt angeln? Kostet das was? Wie viel Zeit kostet das? Warte mal. Nee, oben geht nichts weg. Dann angel ich mal. Ich angel einfach mal so random irgendwas. Ich nehme mal hier eine Teichschnecke als Köder. Yeah. Albinea-Hering. Joa, einfach mal so kurz geangelt. Da ist die Jiriza. Ich habe aber noch ein bisschen Zeit zum Erkunden. Die Map hier. Die Chefköchin. Gemeinsam kochen! Ey, gemeinsam kochen haben wir doch noch gar nicht gemacht. Aber hier gibt's die Naschkatzenwoche.
In dieser fröhlichen Woche gibt es leckere Süßigkeiten aus ganz Fodlin. Der Effekt ist erhöht, wenn du mit jemandem isst, der Süßes mag. Petra und Annette mögen doch Süßes, oder? Also Annette auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Petra nicht. Nee, Petra war nicht eine von denen. Oh, ich will jetzt eigentlich Naschkatzenwoche, aber ich will auch gemeinsam kochen, weil gemeinsam gekocht haben wir auch noch nicht. Aber ich will meine Affection mit den... Obwohl, man kann auch mit anderen Schülern kochen, ne? Mit Bernadetta, mit Dedio, mit Ash, mit Mercedes und mit Manuela. Keine aus meiner Klasse, das ist ja unfassbar. Ja, wenn keiner aus meiner Klasse kochen mag... Ah, ich weiß nicht. Jemandem zum gemeinsamen Kochen auswählen. Kann ich nur mit einer Person kochen? Gesegnetes Gelee. Unsterblichkeitseintopf. What the hell? Machen wir mal gesegnetes Gelee. Einfach mal zum Ausprobieren. Auch wenn ich jetzt gerne genascht hätte. I enjoy baking sweets, but I'm not sure how I'll do cooking other types of food. I see. Cooking is much more exciting than studying or training. Wie ich da stehe, so riesig. Glück aller Verbündeten temporär plus 2. Cool. Oh Mann, jetzt konnte ich aber leider mit niemandem mal was essen. Schade. Ich hätte schon gern mit jemandem was gegessen. Warte mal. Menü. Unterstützung. Nein, wo war das? Quests? Auch nicht. Ich habe das jetzt mit dem Rekrutieren noch nicht ganz verstanden. Ich kann mir jetzt einen Schüler aus der anderen Klasse holen, oder was? Hilfe. Kampf. Bewegung. Nee. Ich kann mir doch jetzt einen Schüler aus der anderen Klasse holen, nicht wahr? Und jetzt, wo ich mit Mercedes gekocht habe, vielleicht sollte ich dann mit ihr... Also vielleicht sollte ich sie rekrutieren. Also nicht rekrutieren, sondern einfach mal in die Klasse holen, oder wie das war... Das handgezeichnete Karte, eine nützliche Karte des Waldes, die Gerald angefertigt hat, gehört vermutlich jemandem, der Gerald lange kennt. Wer könnte wohl Gerald länger kennen als ich? Als seinen eigenen Sohn. Also klar geht das, aber ihr versteht, was ich meine. Tja. Wen nehme ich jetzt zum Rekrutieren? Vielleicht überlege ich mir das nochmal offscreen. Und entscheide mich dann im nächsten Part. Aber wir gehen jetzt heute nochmal ganz fix zu Jiritsa. Und dann will ich nochmal ganz kurz hier auf die Pinnwand schauen. Quest. Ah, es gibt neue Quests. Nimm an einer Fortbildung teil von Manuela. Verloren, gefunden von Gerald. Und das ist halt das von Jiritsa. Nimm an einer Fortbildung teil. An alle Lehrkräfte, ab diesem Monat haben alle Mitglieder der Fakultät die Möglichkeit, sich von den Rittern und den anderen Lehrkräften fortbilden zu lassen. Did you hear? There's news of someone in the kingdom raising an army. The kingdom, the empire, the alliance. They do love a good war, don't they? Spilling the blood of young men and women. And for what? Just to enjoy the horror of it? Would you be so kind as to do me a favor? Es ist von großer Wichtigkeit, dass die Lehrer sich selbst weiterbilden. Wenn du auch dieser Meinung bist, helfe ich dir gerne dabei. Du erhältst Unterricht von Manuela, wähle eine Fähigkeit, in der du dich fortbilden möchtest und beginne die Lektion. Achtung, diese Quest verbraucht Aktivitätspunkte. Deswegen kann ich sie nicht annehmen. Super. Och, ist das dumm. Das ist echt, Okay. Ach man, ich hätte das jetzt gern gemacht, aber kann ich jetzt nicht, weil ich keine Aktivitätspunkte habe. Skizze eines Siegels, eine Zeichnung eines Magiekreises, gehört wohl jemandem, der an Magie und Wappenkunde interessiert ist. Hannemann? Fragezeichen? Hier ist auch noch jemand. Ah, Gerald. Ist hier vielleicht irgendwo noch ein Item? Nicht, dass ich was sehe. Castle Gaspar, eh? I've been there once before, many years ago. It was by request of the son of that family. Christoph, I think it was. I have a request.
Hey, ich habe da was verloren. Kannst du mir beim Suchen helfen, falls du gerade Zeit hast? Jared hat etwas verloren. Sieh dich im Kloster um und finde es für ihn. Am besten suchst du in der Nähe des Kommandantenzimmers, dass man ihn nutzen lässt. Habe ich nicht sogar was gefunden, was ihm gehört? Finde Geralds verlorenes Item. Hier ist noch jemand, mit dem ich reden kann. Der Bibliothek. Hey there. Professor, I heard that you made battle alongside Catherine. Even among the knights, she is something special. A holy knight who is able to wield a hero's relic. Still, she can be a mite difficult. Okay. Gut zu wissen, sage ich jetzt mal. ja. Geralds verlorenes Item. Das Kommandantenzimmer ist doch hier irgendwo, oder nicht? Das war doch hier. Mich triggert es gerade einfach nur, dass ich Manuelas Quest nicht annehmen kann, weil ich keine Aktivitätspunkte habe. Das ist echt ein bisschen doof gelaufen. Nee, das ist Setiths Büro. Büro, Alter. Hier ist das Kommandantenzimmer. Sag bloß, du hast etwas in deinem Zimmer verloren. Nee, hier ist nichts. Oder bin ich eventuell einfach blind gerade? Nee, da stand ja nur Suche in der Nähe des Kommandantenzimmers. Das heißt ja nicht, dass es im Kommandantenzimmer ist, oder? Am besten suchst du in der Nähe des Kommandantenzimmers, ja. Das heißt nicht, dass es hier ist. Es muss hier in der Nähe sein. Also kann es auch hier sein, obwohl ich es nicht glaube. Mach mal die Map wieder ein bisschen größer, so. Ah. Hölzerne Flasche. Eine Flasche, die nach dem Öffnen starken Alkoholgeruch verströmt. Du erinnerst dich, dass Jared sie bei sich trug. Bleh. Alkohol. Widerlich. Gerald? Wo war Jared denn jetzt nochmal? Achso, Jared war hier hinten, genau. Ach Mann, ey. Ich will alle Quests machen und jetzt kann ich eine Quest nicht machen, weil ich keine Punkte mehr habe. Wie nervig. Thanks for your help. Stoffbär mit Rüstung, Wetzstein und noch irgendwas. Geschenke und verlorene Items. Wähle Geschenk, wenn du jemandem etwas schenken möchtest. Geschenke erhöhen die Motivation des Empfängers, sofern ihr Verbündete seid, sowie den Unterstützungswert zwischen dem Empfänger und dir. Rund um das Kloster kannst du ab und zu verlorene Items finden. Wenn du sie ihrem jeweiligen Eigentümer zurückgibst, indem du verlorenes Item auswählst, erhöht sich die Motivation des Eigentümers, sofern ihr Verbündete seid, sowie der Unterstützungslevel zwischen euch. Ja, ich habe doch sogar etwas, was Claude gehört und konnte es ihm nicht geben, weil keine Ahnung warum. Ach ja. So, hier ist noch einer. Mit diesen drei Leuten reden wir jetzt noch und dann endet der Part. Last. All they ever do is cause trouble. We'd best purge the entire underbelly of Garadmok. Okay. Bisschen harsh, oder? So. Sünder müssen gerecht bestraft werden. Pointing a sword at the Holy Church of Seros is akin to pointing a sword at the goddess herself. Meeting out appropriate punishment to the sinful. It is a sacred duty with which we have been entrusted. As a member of the church yourself, I hope that you will take that to heart. Geschenk? Verlorenes Item? Geschenk. Verlorenes Item. Also Lederköcher gehört Claude. Holzknopf entweder... wie hieß er? Raphael und wie hieß der andere? Dedio? Handgezeichnete Karte. Das gehört... Gehört irgendwem, der Jared lange kennt? Ein ramponierter Mantel. Das könnte Felix vielleicht gehören. Magie für Fortgeschrittene. Gehört vermutlich jemandem, der diese Akademie besucht hat. Skizze eines Siegels. Das ist wahrscheinlich Hannemann. Ich glaube jetzt nicht, dass eins der Sachen ihr gehört. Das hier vielleicht. Ein Lehrbuch. Geschenk?
Ein Bär aus Stoff mit auffälliger Rüstung, beliebt bei Tierfreunden oder Leuten, die niedliche Dinge mögen. Reitstiefel, spezielles Schuhwerk, das beim Reiten zum Einsatz kommt, beliebt bei Leuten, die gerne auf Pferden reiten. Wetzstein, ein Stein zum Schärfen von Schwertern oder Lanzen, beliebt bei Leuten, die gerne Waffen instand halten. Ja, also jetzt nichts, was Rhea gerne hätte, deswegen gebe ich ihr jetzt mal gar nichts davon. Da ist ein Item noch und Ignis ist hier. Elegante Haarklammer. Eine hübsche weiße Haarklammer gehört bestimmt einer eleganten Person. Ein schönes Geschenk für fast jeden. Das könnte ich jetzt Rhea geben. Das mache ich jetzt auch, wenn sie schon mal hier ist. This place has so many breathtaking works of art. I feel like I'm living in a museum. Each piece can teach us about styles and techniques from 1000 years ago. Weißt du viel über Kunst oder magst du Kunst? Naja, wenn er Kunst mag, dann wird er auch viel über Kunst wissen. Also frage ich ihn mal, ob er Kunst mag. Oh yes, very much. I'm from a family of merchants, so I've been able to see a lot of art. Kann ich ihm vielleicht irgendwas geben? Nee. Verlorenes Item. Ich glaube auch nicht, dass eins von den Sachen ihm gehört. Deswegen. Wir geben mal Rhea noch diese komische Haarnadel, die ich da gerade gefunden habe. Bla bla bla. Nee, aufpassen. verlorenes Item. Wo ist es denn? Elegante Haarklammer. Yes, that is surely mine. I appreciate you bringing this to me. Gut. Das war doch supi. Alright. Der Part geht für mich schon eine Stunde, Leute, weil ich auch cutten musste. Und wir haben eigentlich nichts geschafft heute schon wieder, ne? Es ist echt schade. Für ein Let's Play ist das Game einfach nicht geeignet. Und es triggert mich immer noch, dass ich hier Manuelas Quest nicht annehmen kann. Das heißt, ich muss lernen, das allererste, was ich machen muss, wenn ich erkunde, ist die Pinnwand abchecken. Die Pinnwand nach Quests abchecken. Und dann werden die Quests als allererstes gemacht, weil sonst hätte ich nicht gekocht. Versteht ihr, was ich meine? Und naschen konnte ich jetzt auch nicht. Verdammt. Egal, Leute, der Part ist lang genug. Ich würde sagen, ich beende den Part hier einfach mal. Im nächsten Part werden wir dann zu Geralt gehen. Zu Jiriza gehen und seine Quest annehmen und dann mal schauen, was wir sonst noch so tun werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, auch heute. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, durch das Kloster zu laufen und mit Leuten zu sprechen. Wenn es euch gefällt, was ich hier tue und mit Leuten spreche und meine Meinung sage und keine Ahnung was, dann bleibt einfach weiterhin dran. Hier bei meinem allerersten Fire Emblem Let's Play. Hier zu Fire Emblem Three Houses. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt clean. Until next time. Und ciao, ciao.